Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wie unschwer zu erkennen ist, heute nochmal auf dem zweiten Account. Wir suchen hier immer noch ein Heimatsystem und ja, und hier Bergungsmission für die imperiale Flotte. Das dürfen wir noch gar nicht machen. Zum Piradian haben wir noch nicht das richtige Schiff. Lieferung sensitiver Daten. Olokulu. Olokulu wäre eventuell machbar. Arium könnte man hin. Schmuggelschnaps befreien. Schmuggelschnaps. Zweimal. Dreimal, aber leider verschiedene Systeme. Das ist ein bisschen doof. Zwei Einheiten Bier auftreiben. Harm. So, kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum irgendwie. Komm, holen wir uns einfach irgendwie eine Mission. 32.000 Lichtsekunden, die kannst du selber hinfliegen. 1500. Komm, ihr wollt mich doch alle verarschen, ey. Ach, Jung. Jo, guck mal, das ist doch was. Ach, Jung, Ak. Al-Kashi Orbital. Okay. Fliegen wir doch mal hin. Vielleicht sind die uns irgendwie. Vielleicht sind die uns ein bisschen freundlicher gesonnen, was es so für Aufträge gibt. Ansonsten würde ich sagen, cruise mal einfach noch ein bisschen umher. Dass ich mal ein schönes System finde. So, Moment, jetzt möchte ich mal gucken. Irgendwie hat diese Edda ein zugebautes Cockpit irgendwie. Naja. Schauen wir mal. Ja. Muss ich sie erst mal zurechtfinden. Hab jetzt mit dem Account jetzt wirklich ganz überall nicht gespielt. Wenn, dann haben wir ja mit dem großen Account die Gegend um Edda Carinae erforscht. Jo. Ja, müssen wir echt mal gucken. Dass man vielleicht einfach nur ziellos rumfliehe, bis man irgendwo ein System findet, wo es uns gefällt und dort leiden wir uns halt durch und Moment. Achso, Moment, total falsch. Total falsche Taste. Außerposte. Das ist. Dem ist hier eigentlich recht nett, dass da. Das System ist nicht schlecht, muss ich sagen. Achso, ich werde die ganze Zeit die falsche Tasche gedrückt. Das ist so verwirrend. Als Systemscan habe ich hier auf dem zweiten Feuer und im Hauptaccount natürlich auf dem ersten. Das ist ja verständlich, weil auf dem Hauptaccount haben wir ja auch keine Waffe dabei. Beziehungsweise doch, aber mit dem können wir relativ wenig anfangen. Was wollen die von uns? Lieferbonus. Das ist okay. Da wir eh ziemlich direkt den Weg dorthin sind zum Al-Kashi-Orbital. Das sollte das jo hinhauen. Jo, dann schauen wir uns hier auch mal um, wie es hier mit Fraktionen ausschaut. Na, Moment. So,
kann man da hin? Sieh nicht doch schon mal was? Zu Landeplatz 1, das ist schon mal gut. Ich muss gerade mal so. Ja, 1, das sieht doch vielversprechend aus. Ich befürchte nur, wir müssen hier immer außer rum, oder? Ja. Wir haben auch doch fast an die Station gedutzt. So, Sternenabenddienste, dann schauen wir uns hier mal um. Lock Legal Group, TTA Terrain Trade Authority, Imperial Society, Crimson Creative Corporation, United Autumn Defense Force, Revolutionary Party, The Mob. The Mob will Kaffee, ja klar. The Mob will Kaffee. Bergungsauftrag, Black Box, es gibt gut Geld. Ach guck mal, das ist doch schon eine Rangaufstiegsmission, oder? Für die imperiale Flotte. Dann müssten wir eventuell mal gerade mal gucken. Oh, was bin ich denn hier? Verfügbare Missionen, okay. Tee, Haushaltsgeräte. Ja, für euch kann ich leider nichts hier machen. Imperial Society. Legaler Bergungseinsatz. Das ist doch schon mal was, aber. Ah, das ist irgendwie. Ja, Missionsrang Ranger. Das geht nicht gut, weil irgendwie habe ich das durch Steuerung noch nicht so unter Kontrolle. Dass man irgendwie irgendwas bergen könne, während andere Schiffe dursen. Das ist immer so ein Problem. Irgendwie sind das gar keine schöne Missionen hier. Wir gucken uns mal ganz kurz. Nee. So. Okay, also prinzipiell ist das Toyo ein schönes System. Hier hätte man sogar einen Ring. Sogar mehrere Ringe. Hier ist es direkte große Station. Sollen wir direkt mal zu der Großstation fliehen? Antarktida, Chepedaya Kerman. Nette Chepedaya Bundy. Rex to Riches. Komm, wir fliegen mal zu der Hauptstation. Wir gucken mal zuerst. Nee, hier gibt es auch keinen Schwarzmarkt. Dann wollen wir hier eh nicht hin. Nee, dann suchen wir uns. Komm, dann nehmen wir es die erste Mission für Gitterwiderstände. Wirtschafts-, persönliche Waffen. Ja. Oh ja, genau. Das ist ideal. Herscheldock in Yekuana. Ja, das ist voll okay. Ja, ist sehr schön. Zack. Yekuana. Nehmen wir mal an. So,
Jekuana. Kurierauftrag, cool. Das ist wo anders da. Tausender kommen wir mal schon mal unter System 4. Ich das noch mit annehme. Ja, manchmal bringt es, wenn man einfach nur rausgeht. Und Medikamente. Nee, nicht tödliche Waffen. Moment, muss ich mal gucken. Das ist hier ideal. Und, Inventar. Mehr noch 12 frei. Ja, jo, das passt doch. Herrscheldock. Ajo. Ah, passt. Oh ja, das lohnt sich doch. Hier Kuana, Medikamente. Sind wir nicht zuständig dafür. Nee, das ist was anderes. Da müssen wir landen. Das ist aber nichts. Auch nicht. Ekuana, Bergungsauftrag. Nee, das machen wir auch nicht. Oh, das ist eine Wing-Aufgabe. Das lösen wir dann eh. Ja, cool. Aber wir haben schon. Das hat sich ja schon mal gelohnt hier jetzt. Das ist doch schon mal was. Aber wenn wir dann in dem Jekuana-System noch Missionen retour kriegen, dann wäre es umso besser. Nein! No! No way! Genau, müssen wir über Maria fliegen. Ja, okay, gut. Gut, gut. Maria, Maria. Gibt's auch so ein Lied von Legion of Green Men. Maria, Maria, wherever you go. Naja, oh, das Lied ist nicht ganz so toll. Der Rest vom Album ist eh besser. Floating in Shallow Water. Ha, super schöne Dinger drauf. Okay, gut. Andererseits hätte man auch können Maria Magdalena in das Sinn kommen, aber das wäre wieder eine andere Ecke gewesen. So. Wir scannen mal hier und wir gucken gerade mal schnell. Oh Gott, jetzt hat sich die Katze gemeldet. Ne, das so System quält man nicht. Da können wir mal wieder weg. Das ist es natürlich ungut, weil. Momentan gibt es hier ein kleines Problem im Aufnahme. Das habe ich nicht raus. Das ist gerade, wenn ich mich umlogge auf den Account hier, also anderer Nutzer auf dem Rechner, damit ich hier Steam starten kann mit einem ganz neuen Account, damit ich hier Lieder drin habe. Wenn ich eine Folge aufgenommen habe, dann muss ich irgendwie Elite beenden, weil dann will OBS nämlich aufnehmen, dann ist irgendwas mit dem komischen, irgendwas mit Codec ist dann. Keine Ahnung, aber wenn ich einfach nur Elite schließe und nochmal neu starte, dann funktioniert es wieder. Da muss ich mir noch ausbaldowern, was das ist. Kurierauftrag verfügbar. Deshalb, Minzi, du musst dich jetzt ein bisschen gedulden. Herschel. Guck mal, das ist auch so ein cooles System. Howard Station, Herzfeldorbitalen, alles so nah an der Sonne. Das ist cool. Hier landbarer Planet mit Ringe. Das gefällt mir. Hui. Das ist unterwegs. Also hier, das ist gar nicht mal so unschlecht, das System. Da könnte man sich eventuell niederlassen. Equana Unlimited. Hier haben wir sogar. Nein. Freedom Party. Space Boys. Space Boys. Okay, das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an. Die Space Boys. Oh ja.
Oh ja, das ist bestimmt die Elite hier. Ach, wie herrlich. So, das ist ein Kurierauftrag. Da können wir wahrscheinlich kein Zeitlimit erfüllen. Conjoint Echo Relay. Mhm. Aber das ist egal. Hauptsache die, du hast das Tor Wasserwelt oder was? Jo, cool. So, warte mal, da müssen wir es hier schon mal. Auf die richtige Stelle von der Station drauf hier. So. Ja, ist doch schon besser, dass du. Das sieht man doch zumindest schon mit der Eingang. Was war dann immer dann da unten, ne? Ja, Mist, das war. Passt doch. So. So, persönliche Waffen. Nicht tödliche Waffen. Incoming Message. So. Ah, guck mal hier, wenn man es hier auf Wohlgesinnt arbeiten könne. Strategischer Datentransfer, müssen noch woanders dahin. Wo kommt man eigentlich her? Wie hieß das System nochmal? Maria, nicht? Arjung. Die Auffalle ist hier irgendwie. Nee. Arjung, cool. Strategischer Datentransfer für die Demokratie, also die Föderation. Man müsste was für das Imperium machen. Da könnte man die anderen Missionen eventuell mitnehmen. Die Freedom Party. Skirth. Vier auf 50 Einheiten Wasser. Kaffee. Kaffee ist hier ganz schön gefragt. Blackbox-Bergungseinsatz, das könnte man doch eventuell machen. Hier gibt es einen Haufen. Ah ne, da waren wir schon mal. Oh, ich glaube, ich bin mal durch deiner. Die Space Boys, mal gucken, was sie bieten haben. Nicht so viel. ja, dann würde ich sagen, müssen wir noch unbedingt. Das ist aber gar kein schlechtes System hier. Joliot Curie City.
Ja, kommt auf jeden Fall erstmal hin. Damit man das auf jeden Fall noch abgekriegen. Hab ich denn nicht? What? Ich hab ich auch angewählt, oder? Ja, hab ich, aber ich sehe momentan nichts. Naja, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, was haben wir denn hier überhaupt für Postgrid? Lieferbonus. 30 Minuten, das könnte noch passen. Hier sind wir akzeptiert. Wenn es hier nur ein paar schönere Aufträge gäbe, könnte man hier bleiben. Das System quält mal da. Ah, Jung ist auch nicht schlecht. Naja, das können wir uns mal auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Hier brauchen wir noch was. Stelle ich gerade fest. Irgendwas stimmt da noch nicht. Irgendwas stimmt da noch nicht. Ah, das war jetzt zu viel. So, wir brauchen hier noch ein Bild. Für das Thumbnail muss doch Sinn. Die Hämmer. Und eine Systembehörde. Okay. So, dauert leider noch ein Stückchen, bis wir dort sind. Oh, da ist wieder was. Was ist denn da? Eine Orca. Du Grünschar. United Dulos Kitoke Defense Force. Naja, es gibt Fraktionen mit coolen Namen, die gehören nicht dazu. Es geht doch nichts über die Angels of Death, die man da zuletzt gefunden hat. Und irgendwann hört man doch auch mit dem Hauptaccount mal noch in die. Was waren das? Es war auch, glaube ich, irgendwie eine Defense Force oder eine Elite Force irgendwo. Hört man die doch mit dem Hauptaccount gefunden? Die fand ich so geil vom Namen. Ich weiß schon gar nicht, wo das war. So. Im Idealfall finden wir dort noch schöne Missionen zum anderen System nehmen und wenn es dann noch Missionen zurückgäbe, wieder an das System. Das wäre richtig cool. Ich meine, wenn wir da schon so imperiale Rangaufstiegsmissionen gesehen haben, dann wäre es cool, mal die mal machen könnt irgendwie. So.
Landeplatz 1 könnte es eventuell der Dosen. Jupp, das ist der. Sehr schön. Und da will jemand direkt neben uns landen. Wunderbar, da müsste noch der Bonus drin sein. Ah ja, Bonus war drin. Ist sehr schön. Okay, cool. Das hat ja mal gelohnt. Und ja, ich gucke jetzt hier mal ein bisschen weiter, was man hier noch machen könne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Keine Ahnung, von welchem Account. Das sehen wir dann. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.